Ich bin immer in einem Bauteil drin und gehe mal hier oben auf 3D-Skizze und möchte jetzt hier mal verschiedene Skizzenelemente aufzeichnen. Ich fange zum Beispiel einfach mal mit einem Kreis an. Ich habe jetzt hier diesen Koordinatenpunkt, sage ich mal, den kann ich hin und her schieben. Hier kann ich dann im Prinzip festlegen, welche Ebene ich denn überhaupt verwenden möchte. Im Normalfall, sage ich mal, fängt man vielleicht hier an im Mittelpunkt, so als Mittelpunkt der 3D-Skizze. Jetzt klicke ich hier drauf zum Beispiel auf diesen Punkt und kann es hier zum Beispiel wählen, also links hier bei diesen Koordinaten, kann ich so lange hin und her schieben, bis ich dann in Gelb die jeweiligen Ebenen eingeblendet bekomme. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die XY-Ebene nehmen möchte, ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass man das ein bisschen besser sieht. Also hier sehen wir jetzt hier die orangene Ebene. Wenn ich die jetzt auswähle, schaltet sich dann der Kreis eben auf diese Ebene um. Möchte ich das aber in der anderen Richtung haben, kann ich zum Beispiel wieder klicken und schon geht der Kreis in diese Richtung, also auf der XZ-Ebene. Ich kann das auch wieder hin und her schalten. Und wenn ihr hier oben in diese Kommandozeile geht, seht ihr auch immer Hinweise dazu, wie ihr das auch über Tastenkürzel machen könnt, also mit X, C oder V zum Beispiel. Das muss man natürlich nicht, man kann das auch im Prinzip alles über die Tastatur machen. Ich gebe es einfach mal 100 mm ein und schon haben wir den Kreis, wie gesagt, auf der XY-Achse. Es gibt hier auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe mal auf die Linie und möchte diese jetzt nach oben hin haben, kann ich auch sagen, ich gehe wie gesagt wieder auf den Mittelpunkt, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch irgendwo hinklicken und das dann über eine Abhängigkeit eben festlegen. Jetzt gehe ich zum Beispiel auf die XZ-Ebene hier links, dass sie orange umrandet wird. Und jetzt bin ich wie gesagt auf dieser Ebene. Es gibt jetzt noch einen Trick, wenn ihr mal die Umschalttaste, also die Feststelltaste drückt, könnt ihr im 15 Grad Abstand hin und her schalten und habt dann auch so den Winkel auch bei geraden Werten, sage ich mal, gefangen. Also möchte ich jetzt hier 135 Grad auf der XZ-Ebene haben, kann ich, wie gesagt, das mit der Umschalttaste machen. Und ich kann zum Beispiel hier dann auch 100 mm eingeben. Schalte dann mit der Tabulator-Taste um auf die Grad und kann dann hier, wie gesagt, wieder mit der Umschalttaste eben umschalten. Gehe jetzt hier zum Beispiel auf 135 Grad, klicke und habe dann im Prinzip die Linie mit der gewünschten Länge und den gewünschten Winkel hier eben eingestellt. Gut. Eigentlich gibt es dazu fast mehr nicht zu sagen. Das ist ein bisschen fummelig manchmal, aber man arbeitet sich da relativ schnell rein. Hier gibt es natürlich auch noch andere Linien, 3D-Linien, tangentiale 3D-Bögen, etc. Da funktioniert das Ganze dann natürlich genauso. Gut, mehr wollte ich dazu jetzt nicht sagen und ja, Dankeschön wieder fürs Zuschauen.